Wurde als politische Bombe angekündigt. Wenn ich sage, es kommt was, das die Politwelt erschüttert, dann kommt auch was. Ich bin ja kein Idiot, sagte BZÖ-Mann Stefan Petzner, bevor er heute den Gerichtssaal betrat. Ganz in Schwarz gekleidet. Als einst engster Mitarbeiter Jörg Haiders im brisanten Birnbacher Prozess. Aus der Bombe wurde ein Knallfrosch. Stefan Petzner belastet vor allem ihn, Josef Martins. Die Idee zur illegalen Parteienfinanzierung beim Verkauf der Hypo sei von der ÖVP gekommen. Der ehemalige Landeshauptmann Jörg Haider habe damit nichts zu tun gehabt. Braucht sein Geld für die Wahl, so die angebliche Testfrage von Haider an Josef Martins. Es war ein Herumeiern, naja, weißt eh, ein hochroter Kopf dazu und kein dezidiertes Nein. Martin sagt aus, er könne sich an dieses Gespräch nicht erinnern. Den Richter überraschte mit einem 65.000 Euro Sparbuch. Das ist jener Betrag, den ihm Birnbacher bei einer Weihnachtsfeier zugesteckt hat. Dieses verfluchte Schandgeld, wie Martins es nennt, zahlt er nun aus seiner privaten Kasse zurück.